Blub blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, wir haben endlich den Donutladen erreicht. Oder zumindest was wie ein Donutladen erscheinen mag auf den ersten Blick. Denn genau genommen handelt es sich hier um eine DIA-Stelle. Ja, Defense Intelligence Agency oder ungefähr sowas. United States of America. Ja, Defense Intelligence Agency. Ja, wirklich. Die hatten hier ein Hauptquartier oder ein Quartier halt. Ein Unterschlupf in diesem Loch. Und haben anscheinend nur so zum Schein diesen Donutladen betrieben. Aber hey, ein paar Nebeneinnahmen, ne? Ist cool. Mikroskop, sehr gut. Hier hat jemand seine Waffe fallen lassen. Ja, immerhin haben sie Fusionszellen dabei. Das ist schon mal gut. Verbranntes Buch leider nur. Oh, Nick, du hast mich gerade zu Tode erschreckt. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Yes! Du hast eine Ausgabe entdeckt. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Nice! Ich liebe diese Boni, ne? Die sind so genial. Komischen Sins. Das ist so doof, nur weil da ein Scheiß... Moment, was ging hier zu entsperren? Ach so, es gehört zum zentralen Terminal. Nur weil da so ein doofer Stuhl steht, muss ich mir aus der Powerrüstung raus. Das ist doch blöde. Ja, wir wollen hier diesen Auftrag im Donutladen fertig machen. Ich hoffe, das kriegen wir diesmal auch hin. Denn durch Nick dauert es ein bisschen länger. 2x4. Das ist übrigens ein Brett. Ein Brett bestimmter Länge. Also 2x4. Also ein 2x4 Brett. 2x4 hatte einen. Das heißt, ich gehe mal vom T aus. Was am meisten Sinn macht. Treatment? Ja. Jupp. Läuft. DEFCON Status 2077. Anchorage, Entwarnung, DEFCON 3. Nicht identifizierte Unterwasserobjekte vor Küste von Kalifornien. JCS bitte Befehle erteilen. USAF, also United States Air Force, hat Schwadronen in großer Höhe über der Beringsee gesichtet. Möglich chinesisch. Oder möglicherweise chinesisch. Ja, fehlt ein B. IONS meldet 4 wahrscheinliche Starts. DEFCON 2. Ja, je höher, also je niedriger die DEFCON ist, desto schlimmer. Das DEFCON 1 ist Kriegszustand. Ja, NORAD bestätigt Starts, DEFCON 1. Wow. Wir sehen hier sogar die Abfolge dessen, was hier ablief während des Krieges. Krass. Aber man, was ich schade finde, ist, dass man nicht erfährt, warum China das gemacht hat. Warum sie einfach in Anführungszeichen, die Starts gemacht haben. Reaktionsszenario MXCN91. Wiederhole MXCN91. Pennsylvania, New York, bestätigte Treffer. Offline, offline, offline. Ja, der Zentralrechner. DEFCON-Archiv. Datenbank beschädigt. Ja, das ist das Überbleibsel des Beginns des Krieges. Heftig, Leute. Richtig, richtig heftig. Und sie kann anscheinend mit ihren Nippel diese Powerrüstung bedienen. Habt ihr es gesehen? Ja, aber über uns? Oh, Leute, ihr geht mir auf den Sack. Es steht alle im Weg rum. So, noch ein Terminal. Believing. Ah, 2, 3. Also kein Ing. Okay, es müssen 3 sein für ein Ing. Ich gehe mal wieder vom B aus, auch wenn das vielleicht falsch sein mag. Wenn ich hier gerade sowas sehe. Können wir die ja gerade mal mitnehmen. Believing. Bloodshed könnte es sein. Nein, auch nur 2 Treffer. Bloodshed und Believing. Believing hat leider nichts mit Clockwork zusammen. Aber Idee könnte es sein. Ja, collected. Optische Stolperdrahtsteuerung. deaktivieren. Da jemand anwesend. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig. Ich weiß nicht, wo der Stolperdraht ist, aber wahrscheinlich direkt hier hinter. Nee, ganz ehrlich, den will ich einschalten. Scheint nichts zu sein. Vielleicht wird. Weil, wenn der eingeschaltet ist, kann ich ihn nämlich auseinandernehmen. Warum? Die Sensoren weisen auf eine versteckte organische Lebensform hin. Ja, ist cool.
Ich kann nicht mehr aktivieren. Oh, wie gemein. Immerhin kann ich die Sachen noch entschärfen. Das ist aber gemein. Das waren eine Menge Federn, die mir jetzt entgangen sind. Okay, Kupfer habe ich jetzt bekommen. Das ist gut. Aber das hier waren eine Menge Federn. Finde ich nicht nett. Stille, getarnte Aktivitäten fest. Lange können wir nicht ohne Deutsch bleiben, einen Feind entdeckt. Okay, ich glaube, wir nehmen eine andere Waffe. Da sind sie, die gute Grüße. Oh ja, so ist geil. Zwei Treffer und tot, das muss sein. Da hinten wird auch noch was sein. Ja, ich sehe da einen. Aber der kommt noch nicht. Okay, Telefon nehmen wir immer mit. Das ist viel, ah, viel Crap drin. Aus Putz erledigt. Tja. Mubige Viecher. Sie müssen sterben. Ja, komm her. Ich meine, meine Freunde haben es schon nicht geschafft. Wieso sollst du es schaffen? Okay, ich bin schon ziemlich down, aber... Das wird noch gehen, Freunde. Das wird noch gehen. Okay, gehen wir mal weiter. Obwohl ich gerne auch in die andere Richtung gehen würde. Ja, ja, dein Ziel ist verschwunden. Ist cool. Ich würde auch gerne mal in die Richtung hier gehen. Springmesser brauche ich jetzt nicht. Ja, genau, denn... Ja, hier kann nämlich noch Zeug drin sein. Warum er seine Haarklammern in den Spiegel legt. Aber ich meine, früher waren Haarklammern ja nichts Wildes, ne? Da hast du mal ein Pack gekauft mit 20.000... Oh, Stück drin. Ich war auf dem Klo gestört, das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. Das war nicht meine Intention. Ich störe ungern Leute auf dem Klo. Aha, Boss und Bugle leider nur. Schade. Ah, komm, nehmen wir mal weg. Nichts drunter, schade. Hätte ja sein können. Dass ich mich hier verarschen will. Auf dem Klo wollen wir jetzt nicht unbedingt stören. Wer weiß, was ihr da wieder treibt, ihr Schweinebärchen. Hier ist kein Eissilbekasten. Okay, das wollte ich nur nochmal gucken. Sorry für die rasante Drehung. Geht's hier noch was? Hier geht's wahrscheinlich nur raus, ne? Nee, entsperren, okay. Oh, komm schon. Wieder gerade und dann passt's, ne? Passt. Geschafft. Gemacht. Hm. Hat dir das wieder gefallen, Valentine? Sind wir jetzt noch bessere Freunde? Wahrscheinlich erst, wenn ich deinen super Auftrag da erledigt habe. Ja, müssen wir gucken, Leute. Das heißt, wir müssen Polizeireviere durchsuchen. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf, weil es relativ öde ist. Aber vielleicht mache ich das offscreen mal und hole mir die ganzen Nachrichten, dann hören wir uns die an. Mal gucken, wenn ich die Zeit dafür finde. Das ist halt immer die Sache, ne? Aber manchmal kann ich abends nochmal ein, zwei Stunden zocken oder so und dann mache ich das manchmal. Anstatt aufzunehmen. Dann kann man das vielleicht mal hinbekommen. Ja, kommt nur. Ich will euch anlocken. Das ist Keramik. Oh ja, den Löscher nehmen wir mit, bevor ihn einer zerstören kann. Oh yeah. Deshalb nämlich. Ah, war der schön. Der wunderschöne Crit. Ich wette, hier ist noch ein Runner, Freunde. Ich sag's euch. Da wird definitiv noch ein Runner rumlaufen. Einfach weil er... Aua... so gesagt hat, oh, hier ist kein Runner, keine Angst. Oder damit müssen wir hier nicht rechnen oder so. Okay, günstiger Wunderkleber. Ich hätte aber lieber Superkleber. Und nicht günstigen, sondern die High-End-Variante. Okay. Spielknopf. Carrington, Stanley, Salus Hegoti, Suprema Lex. Oh, scheiße. Nein, du sollst doch noch nicht öffnen. Du Idiot! Und Fusionskern entfernt auch noch. Aber ich habe ja einen neuen gefunden. Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Anscheinend. Um unsere Geheimnisse zu beschützen. Oh oh. Da, Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Das ist eine Mine. Ihre Größe täuschen. Besonders an der Pistole. Tüfteltom hat sie restauriert. Du lernst ihn später noch kennen. Modernste Altwelttechnologie. Mächtiger Rums, aber noch wichtiger, sehr leise. So eine Waffe findest du kein zweites Mal. Aha. Verbesserte Trefferchance im Watz. Niedrige Aktionspunktekosten. Ja, nett, aber die ist jetzt auch nicht wirklich gut. Das sind 10 mm gerade mal. Wow. Da habe ich aber eine bessere.
Ja, danke, der Erlöser. Schnapp dir Carringtons Prototyp. Wenn du ihn Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Danke für die Waffe. Also, brauch ich jetzt nicht unbedingt. Oh, ganz viele Stealth Boys. Das da ist aber gefährlich. Das sieht mir nicht so geil aus. Ich dachte, das wären Fallen. Das sind auch Fallen. Das sind Explosionsfallen, Leute. Perfekt. Carrickens Prototyp. Sieht ja nett aus. Was auch immer das sein soll. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Das stimmt allerdings. Hier haben wir noch Waffenwerkbank. Oh ja, den brauche ich. Und die Gasmaske nehme ich auch mit. Ich nehme mal alles mit. Gut, dann basteln seid ihr hier, Freunde. Apropos. Ach ja, ich darf keine Torrüstung bei sowas tragen. Ich werde jetzt ganz schnell mal die Sachen zerstören, die ich habe, weil die alle zu viel wiegen. Die 10mm Pistole kann gehen. Ja, der Erlöser, weiß ich nicht, ob die so toll ist. So ein Wumms hat die nämlich gar nicht. Weil schaut sich an, 25 dafür gute 10mm wegzuhauen. Und mein Feuerwind hat da einen besseren Wumms. Bessere Reichweite, bessere alles. Boah, ich habe 15 von den Pistolen. Nice. Eine Menge Plastik und eine Menge Schrauben. Und eine Institutspistole. Und ein Scharfschützengewehr. Oh ja, Holz und Glas auch noch. Kupfer, sehr gut. Deswegen sollte ich mich vielleicht doch mal mitnehmen. Ein paar geben Kupfer. Okay. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder eine zerstört, wo ihr mir einen Facepalm für gibt. Mit Recht. Eine, die ich noch brauche. Ich glaube, hier waren nur Rüstungen, ne? Habe ich Rüstung? Ja, die... Fieberglas ist gut. Fieberglas auch ein bisschen seltener. Ich sollte unbedingt... Oh yeah, Superkleber. Ich sollte unbedingt noch was in Verwertung stecken, ich weiß. Das werde ich auch noch tun. Glühbirne, da müsste auch Kupfer mit drin sein, weil da ist eigentlich Kupferdraht drin. Ja, ist jetzt nicht wirklich ordentliches Kupfer, aber... Und ich sollte vielleicht mal so ein bisschen... was zu mir nehmen. So ein leckeres Eichhörnchen am Stiel und so ein leckeres Eichhörnchenbissen, auch wenn er mir Red gibt. Ein bisschen Fleisch und Bohnen. Oh, machen wir mal eine leckere kleine Einlage zwischendurch. Ja, die Pistole kann ich jetzt auch noch zerhacken. Gibt zwar nur Stahl, aber okay. Ist nicht schlimm. So. Seht ihr dafür die Brüste? Also ich kann das Ding mit den Nippeln bedienen, sage ich euch. Ist ein bisschen wie die Gary Linde von KOTOR. Kann ich? Unzugänglich. Ah ja, okay, das konnte also auch nur er bedienen. Ich wollte das Ganze hier ein bisschen geordneter angehen, aber ist okay, ist okay. Exit. Okay. Wo sind wir hergekommen, ist die Frage. Von rechts, glaube ich. Ich wäre nämlich erstmal gerne dorthin gegangen, wo ich nicht hin muss. Wir uns den guten Scheiß noch aufsparen, aber hey, vielleicht kann ich jetzt einfach mit dem Dings abhauen. Das Forschungsterminal wollte ich jetzt nicht unbedingt dran. Aha, Bericht. Die PAM-Initiative trägt bereits Früchte. Ausländische Mitarbeiter berichten, dass die korrektiven Maßnahmen in der Region der Formosa-Straße bereits zu einer umfassenden Stabilisierung der Lage nach dem Pascal-Zwischenfall beigetragen haben. Die ersten Iterationen des PAM-Kerncodes haben die Effektivität des Programms deutlich erhöht. PAM? Ich kenne PAM. Aber ohne drastische Maßnahmen ist mit sinkenden Gewinnen zu rechnen. PAM-Kerncode. Das klingt nach irgendwas Programmiertem, aber ich weiß, was PAM ist. Das ist eigentlich eine Tabelle für Protein... für Aminosäure-Mutationen. Kenne ich als PAM. Naja, wird wahrscheinlich nicht hiermit zu tun haben. Das Team fordert eine Verdoppelung des Budgets für das kommende Geschäftsjahr. Mit zusätzlichen modernsten Datenbanken können wir die Rechenleistung von PAM verdreifachen. Darüber hinaus muss die PAM-Initiative vollständig dem militärischen und zivilen Geheimdienstapparat angeschlossen werden. Diese beiden Punkte sollten uns gegenüber den Chinesen einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Mitschriften. PAM, lass das denn... Ja gut, das ist mir ein bisschen... Das ist ein bisschen zu hin und... Nee. PAM, lass das Szenario. UdSSR China-Angriff ablaufen. Bearbeitung läuft. Frage, welches Ziel verfolgt der Vorsitzende mit diesen hypothetischen Fakten? Eroberung, Programm ausführen. Deine Antwort folgt keiner Logik. Nach einem idealen nuklearen Erstschlag würden dennoch 59% des amerikanischen Nukleararsenals für einen Gegenschlag übrig bleiben. These, was zerstört ist, kann nicht erobert werden. PAM-Vorsitzender Sheng.
Ah, okay. Das ist das also, was die machen hier. Die haben Simulationen durchlaufen lassen. Bisschen bei Wargames. Übrigens, zwei sehr, sehr geile Filme. Und ich finde beide großartig. Der erste natürlich noch ein bisschen mehr, weil es einfach... Das Feeling ist einfach super. Vorsitzender Sheng handelt nicht immer logisch. Er trifft nicht nur logische Entscheidungen. Wir haben das eigentlich schon hinter uns. Achtung, menschliche Varianz führt zu einem höchst fehlerhaften statistischen Modell. PAM-Programm ausführen. Achtung, Achtung, Notfallabschaltung. Verdammt, wir haben sie verloren. Ausschalten. Haben wir die Absturzprotokolle? Okay, das klingt doch interessant. Können Sie bitte für den General wiederholen, was Sie mir eben gesagt haben? These, chinesische Tarntechnologie übertrifft unsere Möglichkeiten bei weitem. These, der chinesische Geheimdienstapparat ist groß genug, um umfangreiche Forschungsprojekte vor amerikanischen Agenten geheim zu halten. Folgerung, die Chinesen führen zu 91% groß angelegte Experimente mit Tarntechnologie durch. Stimmt. Das wissen wir ja von Fallout 3. Groß angelegt? Wie meinen Sie das? Was haben Sie für Möglichkeiten? Amerikanische Projekte mit dieser Technologie Bezug auf Stealth Boy wollte ich schon sagen, beschäftigen sich lediglich mit der Nachkonstruktion erbeuteter Haigui-Anzüge. Die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen diese Technologie aufbaut, ist unbekannt. Okay. Allerdings deutet die sogenannte Geisterflotte, über die von den Stationen A31 und B19 bereits im November berichtet wurde, darauf hin, dass bereits erste Tests mit tauchfähigen Fahrzeugen durchgeführt wurden. Großer Gott, meinen Sie etwa, Sie haben Tarnu-Boote? Eine zweite Näherung ist ergebnislos. Erklärung, die Logikkette dieser Annahme enthält zu viel Varianz. Es werden weitere Daten benötigt. Sie können mir also noch nicht mal eine Einschätzung geben? Mensch-Maschinen-Schnittstelle abgebrochen. Tut mir leid, Sir. Wir versuchen, einige ihrer Fehler zu beheben. Pam, nun, sie wird bei zu viel Rätselraten richtig stur. Sie haben eine KI? Jetzt klingt es nämlich, als wäre es wirklich eine KI und nicht irgendein Programm. Stur? Sie ist eine Maschine, Sir. Mit jeder neuen Version wird sie merkwürdiger. Ich werde diesen Tarnu-Boot-Mist auf keinen Fall den Vereinigten Stabschefs erzählen. Ja, warum auch, ne? Wäre ja nur so nützlich gewesen. Es sei denn, es gibt Beweise. Es wäre absolut lächerlich, auch nur anzunehmen, dass die Chinesen an so etwas Großem gebastelt hätten, ohne dass wir davon Wind bekommen. Seit 3,1 Jahren sind nahezu keine belastbaren Hinweise aus der Provinz Shaanxi gedrungen. Allerdings verzeichnet die Provinz einen drastischen Anstieg bei den Importen komplexer Polymere und weiteren wichtigen synthetischen Stoffen. Die Menge, um die es geht, entspricht den Zahlen der Tarntechnologieforschung auf Makroebene. Bis Sie mir etwas Konkretes liefern können, will ich kein gottverdammtes Wort mehr über die Sache hören. So ein Idiot. Das ist doch wohl schon fast ein eindeutiger, also zumindest ein eindeutiger Hinweis. Kein Beweis, aber ein Hinweis. Offizielle Aufzeichnung, da ist es. Mach weiter, zieh das Kabel raus. Zieh die Kabel raus, sie ist frei. Sind ihre Daten noch intakt? Das wissen wir erst, wenn wir sie hochfahren. Mensch-Maschinen-Schnittstelle wurde aktiviert. Meine Güte, sie funktioniert, die Zahlen sehen gut aus. Die Analyse dieses geografischen Punktes im Raum wird gestartet. Sie ist wirklich da drin, unfassbar, dass das wirklich passiert. Nach allem, was sie im Juli getan hat, wie ich gehört habe, wird sie vielleicht ins Weiße Haus geschickt. Bewertung abgeschlossen. Guten Tag, Dr. May und Dr. Ramarijan. Die Schnittstelle macht sich wirklich gut, wenn sie es laufen lässt. Hast du gesehen, wie viele Zyklen Malcolm dafür braucht? Pam führe die Hauptfunktion aus. Oder Pam. Das wäre dann wahrscheinlich wieder Pam. DEFCON ist aktuell bei 3. Die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Gefährdungsgrad liegt in diesem Monat bei 12%. Um die globale Stabilität zu erhöhen, sind unterschiedliche Strategien notwendig. Ich werde dem General mitteilen, dass Pam einsatzbereit ist. Mhm. Nach 2 Jahren? Und da war irgendwas kaputt gegangen hier oder sowas? Das war jetzt wirklich, wirklich interessant, fand ich. Sieht noch aus wie beim letzten Mal, als ich hier eine Inspektion bekam. Hast du eine Inspektion bekommen? Glaube ich irgendwie nicht dran. Okay, gucken wir mal, ob wir die Tür da aufbekommen. Sicherheitstür. Aber ich denke mal, dass wir die hinbekommen werden. Irgendwelche offensichtlichen Klammern. Ja, hier. Ja, sehr gut. Cheat? 0 Treffer. Wow. Hills. 1 Treffer. Dann wahrscheinlich Nose. Nein! Wow. Wollen wir nochmal gucken, ob hier irgendwie was ist? Ja, hier. Falscheintrag. Ah, goddammit. So ein Scheiß, ne? Ah, Falscheintrag entfernt. Ja, danke schön. Brauche ich jetzt gerade nicht. Ich bräuchte gerne ein paar Versuche. Damit ich mir das hier nicht versaue. Denn da ist sicher was Nettes hinter. Es ist ja nie... Ah, sehr gut. Es ist ja nie so toll, aber... Also Nose war es nicht. Hills... Horde. Dankeschön. Türen öffnen. Dankeschön. Sicher, dass du nicht teilweise Sünd bist? Ich bin besser als ein Sünd. Das wüsstest du dann ja nicht, oder? Denn ich kann mich fortpflanzen. Maddox. Obwohl, ich könnte theoretisch ein Sünd sein, ne?
Ich weiß nicht, was sie mit mir angestellt haben, als ich eingefroren war. Vielleicht haben sie mich auch ausgetauscht. Vielleicht war ich viel früher schon ausgetauscht. Aber dann wäre... Nee, obwohl. Wenn, dann wäre der Mann der Sünd gewesen, der ausgetauscht worden ist vorher schon. Aber dann hätten sie auch bessere Sünd-Technologie gehabt zu dem Zeitpunkt. Und nicht, dass sie machen müssen. Weil... Oh, shit. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert, weil das will ich nochmal machen. Das war dumm, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber, das Ding ist ja, wir sind die zweite Wahl gewesen, das wissen wir ja. Das heißt, es muss irgendwas... Es muss hier irgendwas mit... Warum sehe ich die Minen nicht? Warum waren hier eben Minen und jetzt keine mehr? Dicken, du gehst mir sowas von auf den Frack gerade. Warum waren da eben Minen und jetzt sind keine Minen mehr da? Oh ja, eine Nuka-Cola kann ich gebrauchen. Kronkorken auch. Gut, da haben wir sogar was vergessen. Schön, dass wir es jetzt noch geholt haben. Ne, da haben wir alles mitgenommen. Warum waren da eben Minen und jetzt sind keine mehr da? War das eine Random-Falle? Wow. Okay, das Spiel, das finde ich cool. Ich mag diese Random-Fallen. Ist auch gemein, aber... Oh wow. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ja, moin. Na? Guck mal, was dein Sensor gleich meldet, wenn dein Kopf wegfliegt. Okay, ich habe nur 33% Chance, sonst werde ich wahrscheinlich einmal... Oh, doch, einmal wenigstens getroffen. Ich gehofft, dass es blauer wächst. Die gehen uns nicht mehr auf. Komm schon. Ich bin so scheiße im Treffen hier. Da ist noch ein Fusionskern wahrscheinlich. Den will ich mir auf jeden Fall holen. Gut, dass wir die Pistolen schon entsorgen konnten. Oh ja. Okay. Endstation. Wirf einfach den Aufzug an. Nee, 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 Freund. Vorher will ich da rein. Turmsteuerung. Haben wir noch einen? Online. Was zur Hölle? Da war noch ein Fehler. Alles sauber. Hm. Oh, der ist aber ganz schön weit weg. Nö, der bleibt mal on. Ich weiß nicht, warum er so weit weg ist, aber... Energie wird zum Aufzug umgeleitet. Heißt das, ich kann jetzt hier nicht mehr dran, oder was? Ach so, ist nur ein Sicherheitstor. Ich dachte, das wäre eine richtige Sicherheitstür. So ein nur über PC zu bedienende Türe. Na komm. Na? Willst du wohl lieb sein? Ich hab gesagt, du sollst lieb sein. Ach, scheiße. Sorry. Hey, wenn ich roleplayen würde, würde ich das genauso machen, ne? So, ah, shit. Ja, weil es gehört. Oder zumindest wird es dann wahrscheinlich zum Charakter passen. Okay. Gibt's da noch irgendwas Schönes? Aber ein Fusionskern war wirklich hier. Really, guys? You idiots. Oh, zwei von denen sind echt unerträglich. Okay, auf zum Aufzug und weg hier. Wen hat sie erwischt? Beatrice Bell. Ruhe in Frieden, gute Frau. Leider können wir sie nicht beerdigen, weil wir sind Idioten. Und Ärsche. Okay, ja, dann gehen wir halt nur mit Nick. Tschüss, Deacon. Tschüss. Wir gehen dann mal. Ist cool. Ha, crap. Hinterm Bücherschrank. Oder Bücherregal ist das ja eher, aber okay. Huh. Ja, Nick, du sitzt da gut, ne? Finde ich auch. Ich wollte nur mal gucken, was im Regal ist. Hm, Kühler ist leider gar nichts. Im Koffer auch nicht. Das ist ja schade. Nee, ist sonst nichts. Aber hey, die haben sogar eine eigene schöne Küche. Ja gut, ich meine, war ein Donutladen. Die müssen ja eine haben. Die müssen ja den Quatsch machen. Deacon, wo kommst du denn her? Okay, schießen wir uns mal durch die Sünds. Oh, Commonwealth? Die Minen, ne? Die haben mich so überrascht. Ganz schlimm. Das Tesla-Gewehr ist auch cool. Das muss ich mal verbessern. Könnte echt nice sein. Ordentliche Zielfernrohr und so. Aber schaut euch oben mal an, da die Klammer. Hier die.
Oh Gott. Sieht nicht sehr sicher aus, das Ding. Okay. Das ist auch nicht Frontalangriff, Freunde. Okay, die Blechdose nehmen wir auch mal mit. Ist da jemand anwesend? Hallo. Jo, da war jemand. Oh, guck mal, hier ist noch jemand. Oh nein, der Geschützte. Ich hätte vielleicht doch ausschalten sollen, aber ich will die Materialien von dem Ding haben. Bist du fertig? Schweinigen Sünds, ey. Überall meinen sie hier mitmischen zu müssen. Mal unterschätzt. Dankeschön. Warum haben die Sünds die Dinge auf ihrer unter ihrer Kontrolle? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Sind das die Leute, die aktivieren, die unter Kontrolle haben oder so? I don't get that so much. Mir ist auch sonst nichts mehr. Naja, hey, haben wir der Railroad mal geholfen. Das ist doch cool. Und wir werden dann zur Railroad dazugehören ab jetzt. Das ist noch viel coolerer. Ja, mit dem Beschuss hier zwei. Oh ja. Ja, okay. Das machen wir nochmal. Ich habe jemanden bestohlen, fuck. Ich wollte keinen bestehlen, sonst hätte ich es akzeptiert. Wir haben, was wir wollten. Teilen wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. Jo, tschüss. Kannst du schon mal vorgehen. Und jetzt sind keine Minen mehr da, ne? Ah, ich glaube nicht, dass es random generiert ist, sondern ich habe die jetzt ausgelöst, alle. Och, wie blöd. Das ist... Oh nein. Wenn du etwas piepen hörst, ja. Bin das nicht ich. I know, dankeschön. Ich sehe sie vor allem auch nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, ich habe sie ausgelöst und das ist im Speicherstand, das ist irgendwie global. Das ist nicht im Speicherstand enthalten, ob sie schon ausgelöst wurden oder nicht. Sehr schade. Wow. Well. Ist jetzt eh egal. Krieg ich halt keine tollen Minen. Wer braucht die auch schon? Ja, die auch. Oh, leeres Kühlmittel. Hier ist sonst nichts. So, wir haben die Quest erstmal erledigt. Ich werde jetzt aber direkt zur Railroad gehen. Und nicht noch woanders hin vorher. Also ich werde nicht Sachen abladen. Wir gehen direkt zur Church. Und geben den Prototypen dort ab. In der Hoffnung, dass ich dort nicht so viel mitnehmen muss. Dafür haben wir auch schon die Waffen kaputt gemacht und sowas. Denn den meiste Teil, der wird dabei ja verschütt. Und wir nehmen ja nur den wichtigen mit. Oh, guck mal, die Gasflaschen da hinten, ne? Ich kann euch sagen, wenn man die trifft, dann macht's richtig badaboom. Kann ich mir vorstellen. Fliegt das Ding nämlich einfach weg, der Roboter. Also der obere Teil des Roboters. Ob der untere hinterherkommt, bin ich mir nicht so sicher. Oder der platzt. Und wenn er von dort oben platzt, bleiben nur noch die Beine stehen. Natürlich auch cool. Finde ich cool, dass die solche Dinge eingebaut haben. Solche Schwachstellen. Warum lande ich hier, wenn ich zur Church will? Die Flamme, das da hatte auch mal einen Sinn. Ich weiß noch nicht mehr, was das für ein Hintergrund war. Welchen Hintergrund das hatte. Aber wir können das von der Church auch mal lesen. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Ja. Ist nicht so wichtig. Amerikanische Geschichte könnt ihr gerne nachschlagen, Leute. Oder spielt es selbst, dann könnt ihr es lesen. Ja, so ein bisschen möchte ich ja auch das Spiel promoten. Weil ich finde es wirklich gut. Ich finde es gut gelungen. Ich weiß andere nicht. Es gibt einige negative Stimmen hierzu. Aber warum muss ich mich daran halten? Muss ja nicht immer mit der Meinung anderer gehen, nicht wahr? Genauso mit meiner Meinung müsst ihr auch nicht übereinstimmen. Es ist einfach nur eine Meinung. Auch wenn man immer gerne hätte, dass jemand mit einem übereinstimmt, aber wenn man da wieder eine Gruppierung hat, die Gruppen sind was Tolles, manchmal. Ne, ich habe aber so stabile 30 Frames. Also ich hoffe, im Video sieht alles gut aus. Bei mir kommt es mir so ein bisschen ruckelig vor. Ansonsten werde ich da nochmal nachgucken müssen, aber ich meine... Das bisschen ruckelig ist nicht so schlimm wie andere Dinge, oder? Wie zum Beispiel der Sound, der so divergiert. Komm wieder hier, den Moment zu schätzen ist eine vergessene Kunst. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm reden. Wir waren ein gutes Team. Das Beste.
Wir sehen uns. Jetzt hat er auf einmal keine Haare mehr. Gepflegt, mich über ihre Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Du Lügerer. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Ich werde Deacons Lüge nicht stützen. Oh, es gibt mir aber Geld, ne? Nee, ich erzähle die Wahrheit. Zum Großteil. Aber das waren nicht 100 und Deacon hat mich die ganze Zeit über begleitet. Wir schmücken also mal wieder die Wahrheit aus, nicht wahr? Sie hätte mir das abgekauft. Mach dir nichts vor. Aber trotzdem, ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es war ja nicht viel. Wahnsinn, sie nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Yay! Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Ausputzer, Professor? Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben. Dein Name, deine Entscheidung. Bullseye Whisper Silberzunge. Hey, ich wäre eigentlich für Bullseye, oder? I don't know. Professor? Professor ist eigentlich auch ganz cool. Das ist halt nicht weiblich genug. Naja, obwohl, da gibt's kein weibliches. Das ist immer Uni, glaube ich. Whisper, für eine Bullseye. Antwort wäre ich dankbar. Also Professorin, ja, aber. Vom Titel her ist Professor, Professor. Das ist immer dasselbe, meine ich. Silberzunge, Whisper. Ich überleg mir was. Das ist eine wichtige Entscheidung. Lass dir Zeit. Professor Ausputzer. Ausputzer mal ganz sicher nicht. Hast du Vorschläge? Nein. Nehmen wir Whisper. Nennt Whisper finde ich cool. Whisper. Nach Tommy? Oder... Egal, passt auf jeden Fall. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer besten Geheimnisse. Sei also vorsichtig, wenn du kommst. Ach, guck mal, da geht's doch noch weiter. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Und Valentine hat das gefallen. Ja, sehr gut, wir sind jetzt Spionen. Ach, guck mal, hier geht's doch noch weiter. Ich dachte es mir schon, weil hier so boxed in, das macht keinen Sinn. Vor allem mit dem Fluchttunnel und so. Lustig, Freunde. Boston bei Nacht. Oh, das wird gut. Das wird gut, Freunde. Das wird gut. Da können wir nämlich jetzt richtig geile Quests noch machen, kann ich mir vorstellen. Eine sehr coole Questreihe. I like it. Bisher. So, hier viele ist Synths töten, aber naja. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber ich kann schnell reisen. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch. Also, wir haben in die Ecke geschissen. Eine Menge für dich zu tun. Weiß ich nicht, wollte nur mal irgendwas Sinnloses sagen. Ja, super. Der Hinweis ist jetzt doch wichtig, ne? Oh ja, ihr seid übrigens bei der Railroad. Danke. Wow, in der Gruft. Bestes Hauptquartier, oder? Bestes. Tut mir leid, ich muss für Tüfteltom was erledigen. Oh, ich bin ganz schön... Sind wohl wirklich. Geh davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Immer. Sie war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Sie ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Mit wem redest du da, Mädchen? Ich verlasse mich darauf, dass ihr guck mal, ich zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt sie bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber cool. Du gehst ihn niemals allein. Okay. Meine Powerrüstung ist mir. Wer da dran rumfingert, und der verliert den Arm. Bis zur Grenze geschafft? Ich warte noch immer auf Nachricht von Randolph. Ich habe gehört, dass die Boten bei Concord... Warum labert ihr mich alle an? Ich habe kein Interesse an euch. Unterschlupf herrscht jetzt Funkstille. Könnte Wochen dauern, bis wir Informationen erhalten. Ich möchte nur Kaffee wissen, kann nehmen wir mal mit. Das geht uns allen so. Waffenwerkbank. Vielleicht kann ich ja jetzt mal meine... Oh ja, wir haben ganz schön viele Infopistolen im Sheet. Vielleicht habe ich ja genug Quatsch gefunden, um... mein Waffeleisen zu verbessern. Und zwar, ich wollte den Lauf verbessern. Der Rillenlauf benötigt Aluminium. Natürlich habe ich gerade kein Aluminium dabei, ne? Ist mal wieder so typisch. Ein Herd.
Rüstungswerkbank. Frostschutzmittel nehmen wir mal mit. Wow, die beste Kaffeemaschine der Welt, würde ich sagen. Rüstung habe ich gar keine, außer die ich trage. Und ich habe das Gefühl, da fehlt mir noch was. Habe ich alle Rüstung? Nee, mir fehlt was am linken Arm. Ja, mir fehlt Rüstung, Leute. Was soll denn das? Warum fehlt mir denn Rüstung? Kleidung? Nee, linker Arm, rechter Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Ist die Sündrüstung unter meiner Kleidung? Okay. Oh ja, ich nehme euch mal alles weg, ne? Ist cool. Nur dann könnt ihr wieder auffüllen, ne? Wenn, das muss erstmal leer sein, damit ihr auffüllen könnt. Hier könnte ich meine Powerrüstung verbessern. Oh, wirklich? Was sie da hinten steht. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Sünd getroffen. Ich habe Nick bei mir, Freunde. Ich weiß nicht, was die so... Mit aufgeteilten Informationen zu arbeiten, ist schwer für neue Agenten. Oh, wird schon gehen. Lecker Nudeln. Also hier schmutziges Wasser nehme ich gerne mit. Weil das kann ich nämlich ganz gut aufbereiten. Den Rest, meh. Der hat mir zu viel Red, Freunde. Der hat mir viel zu Nachdem viel Red. Nachdem, was Deacon gesagt hat, erwarte ich Großes von dir. Ja, ja, ist cool, ist cool. Hauptsache, ich kann mich erstmal hier bedienen und hier hat keiner was dagegen. Vor allem mit dem Superkleber. Terpentin. War hier nicht irgendjemand, mit dem ich... Oh mein Gott, ihr schlaft aber süß zusammen. Haben wir hier noch was Interessantes? Das Terminal darf ich nicht benutzen. Das ist natürlich traurig. Ich klaue mir erstmal hier alles zusammen, was ich brauche, weil... So eine Chance gibt es nur einmal. Warum kann ich das Mikroskop nicht mitnehmen? Tüftel Toms Terminal. Wirklich? TTT? Alliteration for the win oder so? Okay. Oh, ein Toaster, eine Kamera, das und das. Ich bin eh überladen, also who cares? Die Laborwaage sieht interessant aus. Vielleicht gibt ihr ein bisschen Stahl oder so. Und Moon. Moon kann ich immer gebrauchen. Oh, nice. Schöne Synth-Moon. Aktive Hypothesen. Nanoblut, Atmosphäre, Baxter. Außerirdische gibt es wirklich. Unsere eigene Bessie. Deacon, Vermutung der Zeitreise. Theorie der Wassermutation. Wenn ich wirklich ein Zeitreisender wäre, würde ich dann eine Zeitlinie bestehen lassen, in der du wusstest, dass ich es weiß. Wow. Widerlegte Theorien. Zumindest fürs Erste. Zentrum des schwarzen Lochs auf der Erde. Ja. 90% Sündinfiltration. Nuka-Cola, Erdbeere. Boah, das wäre lecker. Mundis Theorie. Die Stacheln verfügen über genügend kinetische Energie, um tödlich sein zu können, aber die Kühleinheit fällt immer wieder aus, ist bereits dreimal geschmolzen, habe bei Terry Verbrennung ersten Grades behandelt, habe die Nachladezeit mit flüssigem Stickstoff gesenkt, habe Terrys kühlende Behandlung verschoben, Tempo erhöht, kann den Stachel nicht finden, komm näher, ich fühle es. Irgendeine Waffe klingt das. Das klingt nach irgendeiner Waffe. Interesting. Alles, was die Sünds haben. Ja, die armen Sünds, die tun mir auch voll leid und so. Ich weiß, ich überziehe wie die Hölle gerade, aber das ist okay. Wir wollen nur gerade mal die Base hier noch ein bisschen uns angucken. Entschuldigung, ich habe zu tun. Um beim nächsten Mal wieder was Ordentliches zu machen. Da ist Dr. Carrington. Okay, ihm muss ich einen Prototyp geben. Oh, das geht ja schnell, dann machen wir das beim nächsten Mal. Aber erst beim nächsten Mal, weil lustig. Weil ich euch ärgern möchte. Hihihi. Ich muss auch meinen Spaß haben. So. Kann ich denn... Nein, keine Militärlackierung, weil das alles Aluminium benötigt. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ja, und das hier bringt alles nichts, wirklich. Erweitert unbewaffnete Angriffe um Energieschaden. Das wäre natürlich cool. Ich kann hier leider nichts machen. Dabei würde ich gerne mal die Lackierung machen. Hier gibt es halt auch nicht so viel Tolleres. Feinde werden im Kompass markiert, aber das werden sie sowieso schon, wenn ich Zielfernrohr nehme. Warum auch immer. Oh well, wir müssen hier mit rumlaufen, weil damit wir nicht mehr so lahm sind. Und das machen wir jetzt einfach und dann gucken wir mal. Ich würde sagen, ich beende den Part jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 4. Ach, guck mal, da ist ja noch eine Ada. Lustig, mit Panzerung sogar diesmal, weil ich habe da leider noch keine leisten können. Was schon eine teuer ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir mit dem guten Doc reden und danach machen wir eventuell die Burg. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber mal schauen. Ich denke, dass wir das hier erstmal weitermachen. Wir machen vielleicht dann erstmal die Burg. Mal gucken. Bis dann, Leute. Tschüss.